Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3D Clone Wars. Nicht wundern, warum ich hier gerade mit Anakin Skywalker und Captain Rex rumlaufe. Ich musste eben was testen. Und dafür musste ich ein Level gehen. So, auf jeden Fall können wir jetzt hier rein. Ich weiß noch, ein spezieller Charakter ist hier hinter. Die Musik ist ja auch in den Aufzügen ganz anders. So, hier sind wir jetzt. Aua. Oh ja, natürlich tötet mich das noch. Kannst selber sterben. Naja, okay, wir sammeln jetzt mal den 8000 ein. Nimm Rex, nicht mich. So, und zwar läuft hier General Grievous rum. Den können wir auch kaufen. Für 250.000. 1000. So, das Geld. Weder habe ich das Geld, noch möchte ich den gerade kaufen. So, was können wir hier mitmachen? Okay, ich habe, glaube, rechts was gehört, ja. Und ein Staubsauger, was machen wir jetzt hier mit? Ich kann ihn zwar bewegen, aber ich weiß nicht wohin. Vielleicht kommt der ja da raus, naja. Gut, dann starten wir von hier aus die Level. Der einzige, der uns hier gefährlich wird, ist Grievous. Aber der Wert kann sich nicht wirklich gut wehren. Naja. Und ein Gong-Druide. Der ist natürlich auch noch der gefährlichere hier. So, nächste Mission, an die ich mich noch erinnere. Mission 5, die Unschuldigen von Ryleth. Story. Asajj Ventress, Kapitel 5. Die Unschuldigen von Ryleth. Dank Anakin Skywalkers Mut und Scharfsinn ist die Separatistenblockade auf Ryleth zerschlagen worden. Jedoch hindern Pulks von Protonenkanonen der Separatisten auf der Oberfläche des Planeten die Armeen der Republik immer noch am Landen. General Obi-Wan Kenobi muss nun den Weg freiräumen und einen sicheren Landeplatz für die Befreiungsarmee schaffen. Ich glaube, ich muss niesen. Das war ja ein schönes Geräusch. Achso, und das ist übrigens schon wieder nicht das Level, was ich meine. Aber hier erinnere ich mich an eine Stelle. Und an ein Minikit, was wir aber nur mit einem bestimmten Charakter kriegen. Also da müssen wir damit dann warten bis zum freien Spiel. Aber erstmal zerstören wir hier alles. So, ich weiß noch, wie das hier geht. Dankeschön, Klon, dass du mich anschießt. Ah, okay. 1 von 5. 1 von 5 pinke Blumen. Sind ein Minikit. Nicht 1 von 5, sondern 5 von 5. Dann. Jetzt habe ich da unten eine Blume verpasst. Naja. Wir haben jetzt schon. 67.000. Ja, wir haben jetzt schon, wenn ich diese Blume zerstöre, 70.000. Ja, sogar noch mehr. Gut, dann bauen wir das hier einmal. Und ich brauche jemanden, der hier Leute befehligen kann. Mitkommen. Und einmal darauf schießen. Aua, nicht auf mich. Gut gemacht. Und dann einmal da drauf. Und da oben auch noch drauf.
Wir gehen mal ein bisschen näher dran. Und da oben natürlich auch noch gegen. Und geschafft. Okay, das hier können wir nicht bauen. Raketentyp. Ja, den Stein solltest du eigentlich nicht treffen. Aber immerhin ist der jetzt auch weg. Und das dort... Nein. Nein, das... Das kann doch nicht so schwer sein. Einfach dort oben gegen. So nicht. Genau so. Aber den Stein triffst natürlich. So, Obi-Wan, du bist dran. So. Und ausgeschaltet. Und hier nochmal genau das gleiche. Aber vielen Dank dafür. Nein, jetzt. Und hier. So, dann brechen wir einmal durch diese Wand durch. Das ging einfacher als gedacht. Oh, dich nehme ich mal als Waffe. So. So, da kommen schon wieder ein paar Droiden. Und die sind auch schon tot. So. Ich glaube, da vorne sehe ich nochmal so eine pinke Blume. Ja doch, ich glaube, das ist eine. Oh, Droidikas. Einer nur. Ja gut, was will der schon machen? Sage ich jetzt und gleich kommt eine ganze Armee von denen aus dem Gebäude. Ja, wir haben jetzt schon wieder 200.000 zusammen. Oh, keine Ahnung, was das war. Also in dem ein Schiff dort, also in der... Oh. Stirb. Also in der Overworld, in dem ein Schiff dort war, glaube ich. Ja, Stat. Danke, Spiel. Dort war, glaube ich, das Stat-Multiplikator mal 6 oder 8. Und ich glaube, der hat 4 Millionen gekostet. Das wird dann noch ein bisschen dauern. Oder 6 Millionen. Wenn Stat-Multiplikator mal 8 war, dann waren es 6 Millionen. Wenn es mal 6 war, dann waren es 4 Millionen. Na, wir können ja nach der Zeit dann nochmal vorbeigucken. Wird ja nicht allzu lange dauern, bis wir 4 Millionen zusammen haben. Ah, natürlich. Ah, das haben wir nochmal so eine pinke Blume. Okay, hier können wir irgendwas bauen. Ah, ich weiß, was das ist. So, Schüssel dran. Und uns wird ein Dings angefordert. AT. Gut, das ist jetzt peinlich, dass ich gerade nicht mehr weiß, was das genau ist. Ein ATT. Und das ist blöd. Vielleicht steht's ja, wenn man einsteigt. Nein, tut's nicht. Aber dann wollen wir doch jetzt mal sehen, was sie jetzt da gegen mich machen wollen. Oh, ich trampel dir einfach. Auch gut. Einfach ein bisschen rumtrampeln, ganz viel Geld einsammeln und sich über den Reichtum erfreuen. Aua. Ich weiß gar nicht, ob das Teil kaputt gehen kann. Ich hoffe mal nicht. So.
So können wir hier auch einfach durchlaufen. Nein, da müssen wir gegenschießen. Sogar ein paar Mal. Das ist eine sehr robuste Wand. Das ist irgendwie schon cool gemacht, dass wenn man hier aufstampft, dass dann sogar sich Sachen bewegen, die halt nicht fest am Boden sind. Okay, wir haben uns hier gerade einen Weg nach oben gebaut. Und da war noch so eine pinke Blume. Zwei von fünf von diesen Teilen. Tausender. Ja, das kann ich nicht platt ran. Und ich sehe schon, dafür brauche ich ihn hier. Oder, zumindest einen, einen mit einer Waffe und ich sehe nichts. Oder auch nicht, hä? Doch nicht? Doch, der hatte so ein Teil unter sich. Ah, ja, gut. Ging auch so. Ah, okay, das Teil ist einfach nur dazu da zum Bauen. So, das hier hinten natürlich auch einsammeln. 4 von 5. So, das Geld hier oben natürlich auch noch einmal einsammeln. Nicht den Charakter wechseln. Nicht den Charakter wechseln. Nein, du gehst, du, ich, Obi-Wan. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Obi-Wan, jetzt steig da ein. Danke. Ich habe schon wieder so ein Teil. Wo? Ach, da hinten. Habe ich eingequetscht. Und ich kann ihn nicht töten. Warum auch immer. Okay, tot. Oder zerstört. So, wir haben jetzt schon 600.000. Oh, Minikit. Nummer 1. Und Tausender daneben. Und Tausender gesammelt, aber ich wollte trotzdem oben bleiben. Hier brauchen wir einen Kopfgeldjäger. Haben wir nicht dabei. Und dann bauen wir das jetzt mal auf. 700.000 haben wir auch gleich schon wieder zusammen. Ach ja, das geht jetzt schön schnell. So wie man es doch gerne haben will. Na toll, unser Teil hat schlapp gemacht. Das will nicht mehr, ist einfach hingefallen. Umgefallen. Naja. So, Nummer 1. Nummer 2. Irgendwas kann ich bei denen auch mit der Macht machen. Ich glaube, damit kann ich die auch beruhigen. Ja, kann ich. Geht sogar noch deutlich schneller. Dann Nummer 3. Nummer 4. Ja, wir können damit sogar angreifen. Und Nummer 5. Und wir können durch die nächste Tür weiter im Level. Spiel. Wenn du lächst, dann komme ich nicht weiter. Da kann ich. Ja, ich kann sogar zurück. So, was bringt das? Okay.
Oh, da waren Droide, habe ich gar nicht gesehen. Und Miniketten Nummer 2. So, gleich haben wir schon die 800.000. Nein, hör auf. Achso, ich dachte, ich brauche 2 Klone. So, hier, ich glaube, hinter der Wand hier war auch ein Minikit, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, Nummer 3. Weil man das eigentlich ja mit der Macht bewegt und dort nicht rein soll, glaube ich. Hier rechts höre ich auch noch irgendwo eins, aber ich glaube, dafür brauchen wir einen kleinen Charakter. So wie das dort eben aussah. Okay, da komme ich nicht weiter. Ja, ganz toll. Hat ja viel gebracht. Und ich kann das nicht mehr zerstören. Aber Geld. Geld ist auch gut. Kannst mal abhauen. So. Nummer 1, Nummer 2. Und weiter. Oh, ich werde zerquetscht. Okay. Könnte Obi-Wan nicht mit der Macht umgehen, dann wäre ich jetzt dort für immer gefangen gewesen. Okay, dort rechts ist ein Minikit, dafür brauchen wir aber leider einen kleinen Charakter. Oder Obi-Wan zwängt sich da irgendwie durch. So, dann geht es hier oben weiter. Ob ich da raus will? Oh, Geld. Ich werde mit Geld gelockt. Wenn nicht, okay, das geht. Ich glaube, nach einer Zeit konnte man dort auch irgendwie einsteigen, wenn man nicht stirbt. So, nein. Falsch. Ja, so lang. Und auf die Kanone. Und das mehrmals. Viermal. Da fliegt Geld. Verschwindet. Mein Geld. Das teile ich nicht. Und hier sind nochmal 2 Kanonen. Und wir haben 800.000 zusammen. Oh, hau ab. Das war knapp. Ist ja auch schön, dass ich zu dem hau ab sage, obwohl ich auf den Zug komme. Und einsteigen. So, Nummer nächstes. Und geschafft. Geld. Verdammt. Okay, das 1000er Stadt links kriege ich nicht mehr, aber ich sehe schon, was ich machen muss. Ich muss den Schild hier ausschalten. Aua, aua, aua. Aus. Oh, das kann ich sogar zerstören. Ob es dafür vielleicht auch Geld gibt? Dann testen wir mal. So, ja, dafür gibt es nochmal sehr viel Geld. Hau ab, mein Geld. Kampfdroide. So, 900.000 haben wir bereits. Wir haben gleich schon die 1 Million, aber sobald dieser silberne Panzer zerstört ist, ja gut, wenn ich sterbe, dann wird es nichts. Danach ist eigentlich, glaube ich, Ende.
Ah, nicht getroffen. Dann nochmal. So. 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 Und das war's schon. Oh, doch nicht. Wir haben nur seine Panzerung zerstört. Ich komme nicht hoch. Und zerstören. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Zwei neue Charaktere. Waxer und Boyle. Gut. Natürlich wahrer Jedi. Ja, einiges an Geld. Wir haben noch nicht mal wieder die Million. Und drei Minikits. Kommt mir bekannt vor, der Charakter. Und bin gegen meinen Tisch gekommen und wir haben zwei neue goldene Steine. Gut, aber hier machen wir dann im... Obwohl, das kann man noch machen. Nein, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, weg. Aber das bringt das was. Ja, ein bisschen Geld, gut. Aber hier machen wir dann im nächsten Part weiter.